Und damit ein herzlich willkommen zu einer kleinen, aber neuen Folge von The Division. Und zwar möchte ich mit euch ganz kurz heute mal über die Alternative zum Alva Bridge reden. Und da gibt es ja einige Alternativen, die halt auch Damage machen, die halt auch viel an sag mal, Fähigkeitspunkte und so weiter geben. Und da fangen wir mal an. Und zwar, ich habe da so eine kleine Liste aufgemacht, weil ich habe leider nicht alle Set-Teile, die man zum Vorlesen der Sachen benötigt. Und zwar geht es erstmal hauptsächlich jetzt in diesem Video um Alva Bridge und Gold-Ausrüstung. Und warum Gold-Ausrüstung eine gute Alternative wäre für eben die Alva Bridge-Rüstung. So, und das möchte ich mit euch mal ganz kurz besprechen. Und da fangen wir einmal an mit unserer Goldausrüstung. Und zwar, warum Gold fast gleich gut ist oder auch gut sein kann gegenüber dem Alva Bridge Set. Es gibt zwei wesentliche Vorteile. Man kann sich sein Set selbst zusammensuchen. Die Teile, die man halt anzieht, kann man eben selbst bestimmen. Und man kann selbst bestimmen, was für Talente bzw. Fähigkeiten dieses Set haben soll. Das geht bei Alva Bridge zum Beispiel nicht. Da hat man nur diese voreingestellten Möglichkeiten. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen beschränkter. Ich sag nicht schlecht, ich sag beschränkter. Und zwar halt das folgenden Punkt. Bei einem 2er-Set-Bonus kriegt man im Alva Bridge diese plus 100% Lebenspunkt-Regeneration. Das ist richtig und das ist auch gut so, denn man kann aber auch auf den goldenen Teilen eben bestimmte Teile drauf haben, wo man dann halt auch mehr Lebenspunkte zurückbekommt. Ich persönlich habe die jetzt nicht drin, aber es gibt die, und zwar zum Beispiel im letzten Segment ein Medikit benutzen 30% mehr Heilung. Das wären zum Beispiel auch so kleine Fähigkeiten. Und wir schauen uns gleich mal an, was ich für Fähigkeiten ausgewählt habe für mein Goldset und dementsprechend, warum ich überhaupt Gold spiele, für alle, die sich dafür noch interessieren. Der zweite Punkt wäre bei beim 3er-Set-Bonus, wenn man 3 Alpha-Pitch hätte, dann würde man plus 5% Waffenschaden bekommen. Das heißt, 5% deiner Waffe bekommt man oben drauf. Und dementsprechend natürlich viel, viel mehr Damage. Dann hat man ja dadurch, dass viele jetzt in der Alva Bridge die Farmers als zweite Waffe benutzen, hat man automatisch eben alle dieser Talente der zweiten Waffe, also der Farmers, auf der ersten mit drauf. Das hat man natürlich im Gold nicht. Da fährt man auch zwei verschiedene Waffen und nicht nur eine Maschine, also eine Gattung, sag ich mal. Wenn die Munition alles ist, vorbei. Sondern man hat halt in dem Fall mehrere Möglichkeiten, seine Waffen ein bisschen auszurichten. Denn zum Beispiel kann man auch hier dann sagen, okay, die eine Waffe benutze ich halt im Nahkampf und die andere im mittleren Distanz. Was man natürlich mit nur einer M4 mit einer Farmers oder einer G36 mit Farmers oder einer AK mit einer Farmers nicht so kann. Da kann man halt nur in einer Kategorie spielen. So. Dann gibt es noch das Alva Bridge 4-Set-Bonus. Talent, wenn die Primär- und Sekundärwaffe der gleichen Kategorie angehören, erhält ihr die ausgerüstete Waffe alle einmaligen aktiven Talente. Das ist das, was ich gerade sagte. Man kann halt alle Talente auf einer Waffe bekommen und somit eben mehr Damage machen bzw. viel mehr Lebenspunkte zurückkriegen, weil man kann verschiedene Ausrichtung machen. Zum Beispiel, wenn man mehr als 2 Segmente auf seiner Waffe hat, kann man mehr Damage machen. Dann gibt es noch das andere Talent unter 2. Je nachdem, welche Segmente weg sind, kriegt man halt wiederum mehr Schaden. Das heißt, erst hat man mehr Schaden, weil alles voll ist. Wenn man Schaden bekommt, kriegt man mehr Schaden, weil weniger Lebenspunkte da sind. Und damit kann man natürlich besser arbeiten. Was wir hier aber tun, ist, dass wir, wie gesagt, mit dem Gold equipped spielen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, sag ich mal. Und diese Möglichkeiten zeige ich euch jetzt einfach mal. Also man hat die verschiedensten Ausrichtungsmöglichkeiten. Man kann auch sagen, ich mache jetzt mehr Damage zum Beispiel, weil ich mache jetzt meine Mods anders und so weiter. Also das mit den Mods, ja, ist klar, kennen wir ja von Alva Bridge auch. Aber hier zum Beispiel Operatorweste.
Die Operatorweste, die hat halt hier bei mir, ne, dieses Talent Robust drauf. Da gibt es zum Beispiel mit Überheilung, dann gibt es noch was mit schnellerer Cooldown auf Heilungsfähigkeiten. Und somit könnte man sich sein Set, wie gesagt, basteln. Man hat dann 6 Talente, wobei 4 wahrscheinlich die besseren sind. Und dann gibt es noch eins auf dem 2, 1, 2, die nicht so unbedingt ja, notwendig sind. So, also Talent Robust erhöht die Rüstung in der Deckung um 10%. So, das klingt erstmal nicht viel, aber es hat eine große Auswirkung, vor allem im PvP. Man geht ja in Deckung, ist ja ein Deckungsshooter und man möchte ja auch quasi in der Deckung, aus der Deckung rausschießen, kriegt man weniger Schaden, man hat sowieso eine Deckung dann und dadurch hat man einfach eine bessere Position. So, und mit diesen 10%, da kommen wir gleich nochmal dazu, weil wir zeigen es gleich auch mal, was das eigentlich heißt. So, dann haben wir hier einmal uns einen Rucksack besorgt. Dieser Rucksack, das ist der Sondereinsatztruppenrucksack und der hat hier in dem Fall das Talent spezialisiert drauf. Es ist noch ein relativ schlechter Rucksack. Ich habe noch keinen besseren gefunden als den, das ist echt nicht zu glauben. Wenn ich einen gefunden habe mit 200% Schusswaffenausdauerfertigkeiten hinzugefügt, dann ist hier unten zum Beispiel Rüstung nicht drauf und die Munition nicht drauf und hier oben ist ein anderes Talent in der falschen Kategorie und dann hat man Probleme. Also dann kann man das nicht benutzen, weil der muss schon so sein wie hier, dann wäre es zu meinem Spielstil, sage ich mal, gehört es dann dazu. So, und das zeigt mal gleich mal, was das heißt. Also ich habe dann hier 84.000 Fertigkeitsstärke und gewinne alleine 25.000 mehr Fertigkeitsstärke hinzu, nur weil ich dieses Ding angelegt habe. Und das kann man eigentlich gar nicht ignorieren. Das muss man mitnehmen. Vor allem, wenn man Gold spielt, sollte man es mitnehmen. Es gibt dann noch andere Rucksäcke, also wie der hier, die Heilung, die auf sie wirkt, wird auch auf ihre Fertigkeitsobjekte gewirkt. Das ist natürlich wieder gut, wenn man sowieso schon auf Elektronik geht, dann braucht man diesen eigentlich nicht. Na, der verstärkt das nochmal, klar, aber man könnte auch ohne den Rucksack dann, wenn man auf Elektronik spielt, dann dieses benutzen. Zum Beispiel, wenn man Geschütze wirft und man heilt sich selbst, dann heilt man dieses Geschütz mit. Das sollte man bedenken. Also, das ist nicht der Ultimative, aber er ist, wenn man sowieso wenig Fertigkeitsstärke hat, ein sehr gute Ergänzung. So, dann haben wir uns aus der Dark Zone mal die Ferrus-Sauerstoffmaske geholt. Die ist jetzt nicht schlecht und hat halt drauf, dass Sauerstoffmaske als Talent. Das ist dieses einmalige Talent für diese Maske, so heißt die auch und so kriegt die auch. Der Träger kann laufen und seine Waffe benutzen, während er im Brand ist. Ist manchmal echt nützlich, weil wenn man sonst brennt, kann man nichts machen. So kann man wenigstens noch laufen und jemanden den Hintern wegschießen und vielleicht mit seiner Waffe Lebenspunkte generieren, wenn man die drauf hat, ne? Dann hat man hier noch Schaden gegen Elite, klar und so weiter. Das habe ich noch draufgerollt. An sich ist die schon ziemlich gut. Können ein bisschen mehr Rüstung haben, aber die ist schon ziemlich gut. Also, da habe ich gut gefunden. Dann haben wir hier links die Knieschoner. Und da kann man halt auch sehr schön flexibel sein, kann sich die Talente aussuchen. Ich habe hier einmal mit 2906. Kopfschüsse bringen Credits ein. Ist jetzt nicht der ultimative. Gibt es auch nicht so viele gute Talente. Das ist eines dieser Talente, die könnte man auch vernachlässigen. Aber die sind halt sehr gut. Also die haben 1272 und da war es mir eigentlich egal, was sie für Talent haben. 1272 Ausdauer drauf. Wir haben 1244 Rüstung drauf. Die haben gegnerischen Rüstungsschaden drauf. Wir haben einen Brandwiderstand drauf. Wir haben einen Blind- und Taubwiderstand drauf. Und da ist es mir eigentlich egal gewesen, ob da vielversprechend drauf ist. Ne? Andererseits gibt es dann auch nochmal das hier. Belohnung für Auszeichnung werden dreifach. Da kriegt man ein bisschen mehr Belohnung. Hat auch gegnerische Rüstungsschaden drauf. Hier habe ich aber nochmal EP drauf. Und das mit gutem Grund. Diese EP, weil dieses Teil benutze ich dann, wenn ich quasi in Missions gehe. Ja? Da kann ich das, wie gesagt, wechseln und dementsprechend dann einfach umswitchen. So. So, das sieht man schon. Der hier hat mehr Schaden, dafür weniger Zähigkeit. Die hat mehr Zähigkeit, dafür weniger Schaden. Da habe ich ein bisschen balanced, sag ich mal. So, und jetzt sind wir hier bei den
Holster. Die Handschuhe noch nicht. Die machen wir gleich. Warum wir überhaupt Gold tragen, das ist nämlich diese Handschuhe. Und zwar habe ich hier einen extrem genialen Holster gefunden. Der hatte schon 1262 Schusswaffe drauf und 1250 Ausdauer. Und er hatte schon drauf die Rüstung, die man braucht. Also, ne, die bringt halt ein bisschen was so. Und dann hatte er noch einen schlechten Elektronikwert von 1100 noch was, aber den habe ich erhöht auf 1264. Es gibt bisher nichts, was ich gefunden habe, was diesen Holster ersetzt. Um es jetzt mal ganz klar zu sagen, es ist momentan unmöglich gewesen, mir einen besseren Holster zu finden. So, Talent stabil ist da drauf, erhöht die Rüstung um 15%, wenn die Deckung mindestens 4 Sekunden nicht verlassen wird. So. Das hat einen Grund. Also 4 Sekunden muss man in der Deckung sein, erst dann wird die erhöht. Das heißt, erst die Rüstung, die normale Rüstung, die macht 10% höher. Und die macht nochmal 15%, das heißt insgesamt 25% mehr Rüstung, weil ich in einer Deckung bin. Und das kriegt man meistens nicht unter einen Hut mit einem Set. Alpha Bridge hat das Problem, man braucht 4 Setteile, wenn man dieses komplett ausnutzen möchte. Und dann kann man leider dieses vierte Talent, wenn man es haben möchte, eben nicht ersetzen mit 3x Gold, weil man braucht ja 4 Teile. Und das Ganze hier mal zu sehen, also wenn man die Rüstung haben möchte von der Rüstung, dann muss man hier schon mal das Alpha Bridge weglassen. Möchte man hier die Rüstung auch haben, müsste man dieses Alpha Bridge Set Teil auch weglassen. Und möchte man hier eben noch eine gute Fähigkeit haben, also wie gesagt diese 200% zum Beispiel, dann muss man da auch auf dem Alpha Bridge Set verzichten. Dann hätte man natürlich nur die 5% Waffenschadenerhöhung, was das Set dann nicht mehr attraktiv macht, das Alpha Bridge Set. Weil das Alpha Bridge Set wird momentan nur deswegen gespielt, weil man die Farmers hat. Die Farmers mit dem aktiven, einzigartigen Talent, dass wenn keine Präzision und Stabilität Mods installiert sind, er 15% mehr Schaden ausrichtet, die Waffe. Dadurch, dass die Waffe an sich aber sehr unstabil ist, gleicht sich das ja eigentlich aus. Nur dadurch, dass eben dieses Alpha Bridge diese Talente mit auf die erste Waffe tut, nimmt man einfach eine stabilere Waffe und tut eben mit, zum Beispiel mit der M4 den Schaden, der 15% plus 5% die 20% insgesamt mehr Waffenschaden nutzen, um damit eben im PvP rumzulaufen. Und ich behaupte, dass ich trotz, dass ich nur Gold bin, nicht schlechter aufgestellt bin, bis auf, dass ich nur 3 Talente habe. Und ich kann halt die Fähigkeiten, die zu mir passen, mir dementsprechend raussuchen. Und das kann man beim Alpha Bridge nicht. Man muss die nehmen, so wie sie sind. Oder man lässt es. Und da habe ich mir eben diese Skulls MC Handschuhe ergattert. Die habe ich gefunden. Und zwar bei World Bossen, der ganz normalen Bossen, die auf der Straße rumlaufen. Und da hatten wir gerade gequatscht, ich und der Leifen. Und da kamen plötzlich diese wunderhübsche Handschuhe raus. Und ich dachte schon, die kriege ich eh nicht. Ja? Da ist Sturmgewehr drauf gewesen, Schaden gegen Elite und kritische Trefferchance. Und die waren so gut, weil sie zu meinem Spielstil passen, dass ich einfach gelassen habe. Und hier oben statt Elektronik auf eben die Schusswaffen gegangen bin. Und 1241 könnte ich nochmal verbessern, müsste ich nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, könnte ich vielleicht auf 1272, 73 ist ja Maximum, 1273 hochmachen. Das Verblüffende ist, das seht ihr ja schon, Talent Skulls MC Handschuhe. Und der Schaden wird um 16% erhöht, wenn keine Ausstattungsgarnitur-Boni aktiv sind. Das heißt, ich verliere 4% gegenüber dem Alpha Bridge Set, kriege aber natürlich viel, viel mehr Zähigkeit her. Und diese Zähigkeit zeige ich euch jetzt. So, meine Lieben, und damit sind wir schon beim nächsten Teil des Videos, nämlich Präsentation des goldenen Sets, um ganz einfach mal klare Werte zu schreiben. Die schreibe ich auch nochmal unten in das Feld rein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Sollte ich auf jeden Fall machen. Und hier geht es darum, einfach um kurz zu zeigen, ich bin jetzt in der Deckung und zwar länger als 4 Sekunden. Die Zähigkeit
ist 530.356, um es ganz einfach mal auf den Punkt zu bringen. Ausdauer 5.692. Das ist eine Menge Holz. Also richtig viel. So, und jetzt können wir mal austauschen. Und zwar das hier. Dann sehen wir, die Zähigkeit sind jetzt 525.000. Immer noch viel. Ich habe aber jetzt 6.660 quasi Schusswaffe. Und das ist auch eine Menge. Dementsprechend passt das sehr gut. Also ne, ich habe mit der APK 318.692 SPS. Die macht auch Schaden. Also ne, die macht 22.400 Schaden. Die M4 macht sogar 22.800 Schaden. Aber die hat halt 94 Schuss drin. Die hat halt dementsprechend nur 63 Schuss. Und ihr werdet es mir glauben oder nicht, es macht ordentlich was aus. Also die 23% Rüstungsschaden und so weiter, die M4 ist ziemlich gut. Ich spiele gerne mit der AK und spiele auch gerne mit der MG36. Die macht übrigens 24.000, ist jetzt nicht so viel Unterschied. 20% gegen die Rüstungsschaden und die ist auch ziemlich gut, hat auch Zerstörerisch drauf und so weiter. Aber im Prinzip, wenn ihr das mal so vergleicht mit mir, ist das schon ziemlich heftiger Shit. Also das mit Gold. Das heißt, ne, schafft das erstmal mit einer normalen Rüstungsgarnitur. Jetzt mal nur von Alpha Pitch gesehen und halt diesen. Und ich komme auf 67,83 Waffenschadensdämpfung. Das sind 16.216 Rüstungswert. In der Deckung mit knapp 169.000 Lebenspunkte. Und das ist ziemlich gut. So, meine Waffe übrigens, ich habe jetzt die RPK, die Parkan. Und die hat Waffenschaden 22.400, ja. Kritische Trefferchance 11%, da ist nicht so viel drauf. Kritische Trefferschaden ist bei plus 47, Kopfschaden 136%, also die macht ordentlich Kopfschaden. Präzision ist 2 und so weiter und so weiter und so weiter. Und die M4 können wir nochmal gucken, damit ich das auch nochmal gezeigt habe. Und dann gehen wir ganz kurz mal, was man noch machen kann. So, Waffe. So, da sind wir bei 15% und plus 79% kritische Trefferschaden und plus 99 Kopfschaden. Die hat nicht ganz so viel Kopfschaden. Gegen Elite macht die halt ja auch nicht so viel. Von daher alles tutti. Und um das Ganze jetzt nochmal zu zeigen, ich habe jetzt noch ein paar Fähigkeiten rausgesucht. Und zwar einmal die Dopingspritze und einmal die Befestigung. Weil die machen ja beide nochmal die Zähigkeit hoch und die Dopingspritze sogar den Schaden. Also wir haben jetzt Schaden, um das mal zu schauen, 351.000. Wir haben Zähigkeit 525.700 und das Ganze mal gemerkt. Und zwar einmal dies. Das wären dann 618.000. Und einmal das. Macht dann 807.000 Zähigkeit und 396.000 SPS. Das Ganze hält ungefähr 15 Sekunden an. Die Befestigung hält länger. Dann bin ich immer noch bei 656. Das dauert, glaube ich, 20 Sekunden. Müsste ich ganz kurz schauen. 20 Sekunden müssten die Befestigung halten. Und zwar, die ist es. Genau, Lebensdauer 20 Sekunden und 80 Millisekunden. Hat einen Cooldown von 26 Sekunden, das heißt, jetzt müsste ich warten, bis die nächste wieder fertig ist und dann könnte ich die wieder zünden, die Heilung ist sogar eher wieder da und so könnte man dann halt auch in der Deckung sich heilen, einen automatischen Boost kriegen, mehr Schaden machen und mehr Zähigkeit haben und damit wiederum ein gutes Set haben. Klar kann man die Überdosis auch bei dem anderen Set benutzen, ich wollte nur zeigen, dass mit dem goldenen Set auch diese Werte ziemlich hoch sein können. Wenn man sich pusht. Ja, liebe Leute, und damit möchte ich kurz ein Fazit bringen. Das Fazit heißt, das Alpha Bridge Set ist nicht schlecht. Das Alpha Bridge Set ist ziemlich gut.
Aber es gibt halt immer noch Alternativen. Und wenn man halt zwei verschiedene Waffen haben möchte, dann kann man das Alpha-Set nicht benutzen. Und dann muss man sich überlegen, macht man vielleicht doch was anderes? Also möchte man vielleicht dann doch auf ein anderes Set ausweichen? Da gibt es halt noch andere Sets wie Stürmer-Set, dann gibt es noch, wenn man Sniper ist, die Wache-Set und so weiter. Das müsste man eben alles mal testen. Da ich aber eben diese MC-Handschuhe habe, ist das Gold-Set für mich wiederum das Bessere. Weil eben das Ganze ein bisschen, ja, auch die Freiheit lässt, was man halt für Talente benutzt. Und nicht festgelegt ist an diese Set-Bonusse. Und genau da störte ich mich immer dran, dass ich immer diese fest eingefahrene Set-Bonusse bekommen musste und alles andere festgelegt vom Spiel ist. Wenn ich eine bestimmte Sache haben wollte, musste ich den Rest auch mitnehmen. Hier kann ich jetzt entscheiden, was möchte ich von diesen goldenen Teilen haben und was möchte ich nicht haben und dementsprechend dann Erfasse ein Echo in der auch Nähe. mal wechseln, ohne dann gleich das Set zu verlieren. Ja. Ja, sagt mal, was wie ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare. Was ist euer Lieblingsset? Was würdet ihr vielleicht mal probieren wollen? Was wolltet ihr mal sehen, was man so testet? Alternativ könnte man auch das Predator-Set mal testen, weil das soll mit einer Sturmgewehr und mit einem MP ziemlich heftig draufgehen. Kriegt man nochmal jeweils 8% mehr Schaden. Das aber zu einem anderen Video. Da möchte ich noch was testen. Und dementsprechend. Bis später und lasst einen Kommentar, wie gesagt, da, wie ihr das Ganze auch findet. Also wollen wir mehr davon bringen oder sagt ihr, ich habe keine Ahnung und halt einfach die Klappe, dann mache ich das auch. Vielleicht. Tschüss.